So, das passt ja gut. Es geht weiter und ich habe Hunger und Durst. Ja, ich habe auch schon wieder. Ey, die isst die ganze Zeit nur. Ja, die kleine Raupe nimmer satt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. So, ich Oh. war ja bei Carmen und Lars auf dem Klar. Server. So, und habe ja, ich war ja im Krankenhaus drinne. Und das Geilste habe ich dir Ach nicht erzählt. Das so. Krankenhaus selber hat ja richtig geilen Loot, habe ich gesagt, ne? Was hat er Ganz, gesagt? ja, ganz oben gibt es einen Raum, so eine Art Waffenraum. Paradies, sag ich dir. Also richtig geil gewesen. Da können wir uns von Für wen außen das wohl ein hochbauen. Paradies Weil wenn ist. wir uns da durchkämpfen würden, wir können ja später noch ins Krankenhaus rein, aber würden wir uns durchkämpfen, müssen wir, um zu den Raum zu gelangen, an etlichen grünen Zombies und so vorbei. Vielleicht lag es aber auch an deren Level, dass die grün waren. Ich weiß es nicht. Ja. Ich würde sagen, ich gönne mir jetzt noch mal ein Steak und dann, Ich habe auch schon, aber ich habe nur noch ein Spiegelei und Bacon. Und dann können wir losstratzertellern. Oh, Fritzertellern, wirklich. Du, was macht ein Steak unterm Sofa? Willst du wissen? Na? Sich versteaken. Ah, ist ja genauso schlecht wie die eine da ständig, ey. Er ist Die so hat auch schlecht, dass so er eine gut ist. Flachwitze, ey, da denkst du so. Oh, wie schlecht. Oh, mir fällt der gerade nicht so ein, weil die sind alle so kacke immer. So, treffen wir uns vorne am Laden. Wo bist du denn? Vorne am Laden. Hä? Was ist das günstigste Gericht beim Einkaufen? Spaghetti. Oh, der geht auf dich. Nee, der geht auf mich. Der geht auf mich, Jasmin. Der geht auf mich. Knüppel rein da, das geht auf mich. Ja. Hab mir ein neues Dach aufs Haus bauen lassen. Also ging aufs Haus. Ha! Den habe ich verkackt. Habe ich schon falsch gesagt. Kaffee, das Elixier des Ich schick dir Lebens. mal nächstes Mal die ich meine. Ja, ich kenne die nicht. Und die hat nur so eine schlechten Sprüche. Aber wie, Ein Traum. Wortwitze und ey? Nee, Flachwitze. Alter. Die sind so schlecht. Vorsicht, Springer. Naja. Oh, die Bild-Zeitung. Der Springer Verlag. Sind immer so aufdringlich. Au, Holz. Oh, das brauche ich. Ja, Das ist Müll. Schön. Was ist das für ein Geräusch, ey? Ich habe gefurzt. Ah. Okay. Warte mal, ich zerlege hier noch schnell die Karre. Da ist hoffentlich nur Stuff drin, den ich brauche. Natürlich nicht. Es sind noch so ein paar Sachen dabei, die werde ich gleich entbehren. Wie Scheinwerfer, die ich relativ häufig finde und noch nicht weiß, was ich damit mache. Ich habe ein Nitrat. Hast du Nitrat? Ja. Willst du es haben? Wenn du die alte, ja, gleichzeitig, wenn du die alte ja immer Die alte schlafen Jasmin. legen. Das ist eine abwertende Äußerung Ey, die hat meine geklatscht. gegenüber Frauen. Ja, dann mach die Fotze fertig. Dankeschön für die XP. EP. So, hier, wo bist du? Gib mir das. Ja, ich gib's dir, Jasmin. All die und ihr So, hinter Scheißwitz. den Häusern hier kommt das Krankenhaus. Warte mal, wir gehen hier lang. Weil wir bauen uns erstmal hoch zu diesem Waffenraum und dann können wir uns da equippen und dann können wir weitermachen. Ich sterbe an Hunger. Ey, hier, da läuft. Was läuft denn da? Wo? Na, hier rechts. Hä? Ich sehe es nicht, muss ich ehrlich gestehen. Nun. Nice. Wenn du jetzt Fleisch einstecken hast, willst du mein Ja. eines noch haben? Oder soll ich das Nee, nehmen? nimm. Ja? Ja. Und den Knochen schmeiße ich andere Seite. Jo. So, wir müssen genau auf die Rückseite vom Gebäude. Wieso bin ich jetzt nicht mehr hungrig? Ich bin hungrig. Warte Hä, mal. aber ich habe doch gerade nichts mehr gegessen.
Und bei mir ist auch alles wieder voll. Da ist ein Hund. Ah, Hundli. Na ja, komm, her komm, hier. Ja, komm, Buschwert. Hier, komm. Ja, wen nehme ich denn als erstes? Der beißt nicht, der will nur spielen. Ja, das... Ey, der bringt die gerade um. Ja, weil das ein normaler Hund ist. Ja, den brauchen wir, der ist nicht infiziert. Ja. Gib dir mal Backup. Au! Ich bin nicht infiziert. Misthöhle. Vorsicht. Oh Gott. Ups. So. Ich genehmige mir mal ein bisschen Fleisch. Ich geb dir gleich meins, ne? Wieder. Ja, ich. Hier. Das kommt noch weg. So, Leder. Wildblut. Leder hast du auch? Hier. Das habe ich weggeschmissen. Fett hast du auch. Oh. Und das Fett? Hier, da liegt noch was. Was soll ich denn? Ich weiß nicht, ist das jetzt das Fleisch? Nein, nein, ich hab, das sind Knochen und Leder. Und das hier sind Knochen und Leder. Leder. Das Fett schmeiß ich auch weg. Warum? Ja, weil wir wollen jetzt zur Waffenkammer. Die ist aber auf der Rückseite vom Gebäude. Hast du Holz? Ja. Gut, weil ich habe 1000 Holz, dass wir uns hochbauen können. Ich habe auch noch ein bisschen Holz. Das war voll daneben. Wie im wahren Leben, der läuft mir ständig vor den Füßen rum. Vor der Füße. Beruhig dich mal, beruhig dich mal, beruhig dich mal, du. Eine Krankenschwester, wo kommt die denn her? Die kam voll angejumpt, ey. Ja, warte, wir müssen einmal ums Gebäude rumgehen. Ich will hier den Mülleimer gucken. Okay. Vielleicht ist da ja was drin, ne? Hier sind aber mega viele Zombies, ne? Oh, ich komm doch schon. Ja, ich will's nur gesagt haben. Ja, wo bist du denn? Jetzt warte doch links, auf mich. Links ums Gebäude. Da ist schon wieder ein Hund. Hä, links? Ach, da. Stimmt, das ist ja links. Warte. Ich suche... Da war ein Hund. Oh, das war zu früh. Bin zu früh gekommen. So. Hier war irgendwo noch ein Hund. Ja. Ich kriege Panik. Wo war denn das mit dem... Das muss ja am... Das war hinterm Heliport. Ja, ich guck nur gerade das Gebäude an. Alles. Hast du auch auf Aufnahme gedrückt? Ja. Na, ich kenne dich. Das hast mir einen kurzen Moment richtig Schrecken einge. Wie hätte ich das erklären sollen? Hier ist das offene Ding. Okay, pass auf. Ja. Wir machen uns hier Rahmenform, jeder, ne? Oh, warte mal. Zement habe ich doch da. Oh, Zement ist voll. Dann machen wir 500. Kann ich gar nicht. Was entsorge ich denn mal das Plastik? Ich hoffe einfach, entsorge ich. Ich habe so viel Zement, Schatz. Ich habe 1015 Zement. Das ist gut. Ja, aber ich habe keinen Platz mehr. Okay. Na, egal. So, dafür. Jetzt musst du dir Rahmen vormachen. Und dann immer so hochspringen und unter dir platzieren, denn, ne? Was stehen wir denn? Ich hab schon wieder Hunger. Kann halt nur verkohltes Wildbret machen aus den 37. Das ist halt ein bisschen... Wie muss ich das jetzt machen? Dass wir hochkommen oder was? Genau, wir wollen ja hier hoch über die Kante. Das heißt, du gehst so ein Stück zurück, hochspringen und dann platzieren. Hier? Ja, so neben mir. Du machst immer Holzform. Ich mach die hier, die kann ich wieder aufsammeln. Genau, springst du drauf und dann hochspringen, platzieren. Was? Nach unten gucken? Kann ich nicht. Du musst nur Leertaste und... Ja, super. Oh, du machst das toll. Klasse. Halt's mal. Oh, oh. Ich höre da was. Ja... Okay. So kann ich den jetzt nicht machen. Hey, wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Weiß ich nicht. Ah, jetzt. Ach so, die sind hier unter uns in der Etage. Und deswegen kann ich nicht mehr machen, oder was? Doch, doch.
Ja, nur nicht runterfallen. Ja. Okay. Denn, warte mal. Bin ich schon hoch genug? Ja, komm mal mit rüber. Und jetzt brauche ich keine mehr? Doch. Wo denn? Da hoch. Genau, da wo oben das Loch ist, da wollen wir hin. Warum ist das schon wieder so eine Kackmusik? Weil viele Zombies auf uns aufmerksam sind. Jo, geil, ich habe keine Form mehr. Soll ich dir welche runterwerfen? Nein. Ich mach mir einfach ein paar neue. Achso, du hast noch Holz. Oh, ich habe genau neben dem Loch gebaut. War knapp. Wie hoch muss ich denn? Bis auf meine Höhe hier. Oh oh, und tschüss. Jo. Bist du runtergefallen? Yep. Ach man, das ist doch kacke hier. Ich nehme deine Sachen ja mit. Scheiße, dann bist du ja jetzt zu Hause. Oh nein. Hä, wieso bin ich jetzt zu Hause? Ah, du hast überlebt? Hat mir das Bein gebrochen. Oh, ich dachte schon, du wirst tot. Ja, stimmt, ich sehe es auch gerade. Ja, ist doch trotzdem kacke. Alles ausgegeben für nix. Ja, ich bring die Sachen mit runter. Ja, ist doch trotzdem blöd, wenn ich jetzt hier warten muss. Die ich bestimmt drauf, wenn die mich hier gleich angreifen. Jo. Du bist doch alleine unten, ne? Noch, ja, hört sich aber so an, als wenn da einer kommt, ja. Ne, die sind alle bei mir. Im Nebenraum. So. Greifen, weiß ich nicht. Oha! Die sind nicht nur bei mir im Nebenraum, er ist bei mir drinne. Okay, die Ausbeute war aber bei den anderen Server geiler, muss ich ehrlich gestehen. Aber wesentlich. Jetzt habe ich natürlich keine Dietriche, ne? Das heißt, ich muss das alles so machen. Oha. Sind hier viele draußen. Ja, das kann sich nur um Minuten handeln. Und hier wolltest du her, oder was? Ja. Aha. Aber ich muss sagen, dass bei denen auf dem Server war hier alles voll mit Waffen und Munition. Bei uns ist hier Aloe Vera Creme und Blutbeutel. Geil. Ja, ich mache hier gerade die Militärkiste kaputt, damit ich da ran kann. Aber die hat halt 10.000 HP, ne? Ich werde mal mein Holz wieder hacken hier. Denk dran, wenn du den untersten weghaust, dann fällt dein Turm in sich zusammen. Das ist doch geil. Oh, ich gönn mir mal ein bisschen. Ich auch nicht. Okkultes Wildbret.
das ist ja jetzt ärgerlich. Also ich bin echt, bis jetzt bin ich massig enttäuscht. Also wenn diese Kiste hier nichts zu bieten hat, ne? Du, 20%. Ihr bricht gar nichts zusammen gerade. Ach, weil es an der Wand noch hält. Du hast ja direkt an der Wand gebaut, ne? Ist auch nicht wirklich schneller. Dancing Queen. Ach ne, darf ich ja nicht sehen. Doch, du darfst sehen. Das hört sich doch immer wunderschön an. Aber ja, schreib in den Chat, wenn du fertig bist, ne? Hä, hey, der eine Zombie geht auf den anderen Zombie, ey. Ha! Wie zwei, was, zwei Zombies? Ja, der Kriecher, der ist gerade auf den anderen Zombie gegangen. Okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also sah auf jeden Fall so aus. Vielleicht hatten die Meinungsverschiedenheiten. Vielleicht hat der andere Zombie vom Kriecher den Ring geklaut. Smeargolbi, mein Schatz. Ich kann halt Gollum gar nicht nachmachen. Also irgendwie ist das hier ganz schön doof mit dem Ball und Bogen. Ja, ist als Waffe halt auch kacke, ne? Wenn Munition halt, wenn wir die irgendwie selber machen könnten schon. Jetzt wird's neblig schon wieder. Okay, bei mir sieht's nahrungstechnisch gerade echt scheiße aus. Wann kommst du eigentlich wieder? Ja, der hat nur noch 3300 HP. Boah. Also wenn wir hier fertig sind, müssen wir in den Häusern mal gucken, ob wir da irgendwo Nahrung finden. Wobei wir im Krankenhaus vielleicht auch, wir brauchen noch einen Messbecher. Aber die Frage ist, überleben wir das Krankenhaus, ne? Ja, ich glaube nicht. Nee, ich bin da auch sehr skeptisch mit unserer Ausrüstung. Oh. So, 1500. Die Spannung steigt. La 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 la. Eine Stunde noch, ist mein Knie wieder heile und ich habe schon wieder Hunger. Und soll ich dir mal was sagen? Ich habe nichts mehr. 30 Minuten Aufnahme, weißt du, nur um die Kiste zu knacken. Kann man das Fett auch essen? Ja. Was bringt das? Weiß ich nicht. Wenn du es anklickst, dann steht das oben rechts in dem Bildschirm. Ich esse das jetzt. Okay. Ich esse, hau mir jetzt alles rein, was ich hier habe. Noch das verkohlte eins. Durst habe ich. Na klar. Immer noch Hunger. Das ist so zum Kotzen mit diesem Essen irgendwie, finde ich. Ich habe die Kiste offen. Zeitzünder. Schrotflintengeschützturmpaket. Bauplan, gezähnte Klinge Mod. Ein paar Erste-Hilfe-Sets. Ein Rohrdiamant. Konnte ich alles mitnehmen? Ja. Ja, es geht so. Also das Beste da drin war die Pistolenmunition jetzt. Würde ich sagen, ich schau mal wieder zu dir, wa? Na, Jesus.
Fahrstuhl. Was nur? Was nur? Ja, weiß nicht. Wollen wir die Häuser looten oder das Krankenhaus? Ich denke, du willst zum Krankenhaus. Ja, hier ist eine Tür. Ich weiß, die habe ich auch schon gesehen. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich auch nicht. Wir hätten in der Hocke sein müssen. Dann machen wir nicht auf uns aufmerksam. Ja. Das war gut. Weil sie doppelt einen von Latz gekriegt hat. Wo bist du? Lass uns mal zusammengehen, dann kriegen wir die besser platt. Ich bin in der Hocke. Ja. Das ist wirklich. Scheißegal. Nein, das ist wirklich. Punkte. Hä? Er gibt Punkte. Nein, wir vermoppen die auch, aber die werden nicht alle aggro auf uns. Wenn du stehst, kriegen sie dich direkt mit. Immer auf der Rübe. So, da kommt der nächste. Level up. Du hast ja nicht mal was gemacht. Warum kriege ich kein Level up? Ich habe geteilte Punkte gekriegt von dir. Ich weiß nicht, warum du nichts kriegst. Patronenhülsen und Müll. Eine blöde Dose brauche ich nicht. Schon wieder eine Dose brauche ich nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, wo ich jetzt rein. Essen? Der Stoffwechsel, ja. Nehmen wir erstmal das. Oh. Okay, so ein Spitzhacken-Ding-Punkt ist da. Kannst du in die Hocke gehen? Du hast einen Stuhl mitgenommen. Ach nee, echt? Ja. Das wollte ich nicht. So, warte mal. Papier habe ich nicht. Ach so, ich habe auch noch was für dich mitgenommen von da oben. Wo bist du denn jetzt? Alter. Nee, da sind nur Dosen. Und Holz. Warte mal, ich hab noch was für dich. Da liegt eine. Das habe ich schon gelernt. Ja, guck mal eben, dass mich hier keiner angreift. Ja. Ja, gut. Autsch. Ja, wenn wir in der Hocke sind, können wir die mit Pfeil und Bogen einzeln ranlocken. Ist mir aufgefallen. Ich hab keine Ausdauer. Lass mal zurückziehen. Hä? Ach da! Ich wundere mich gerade, wer knallt mir denn hier die ganze Zeit eine? Ich blute, ja, und meine Hand ist aus Schrott. Und ich wundere mich die ganze Zeit. Versuch mal, ob du das hier nehmen kannst. Nächstes Mal nehme ich, ja, das geht doch gleich wieder weg. Was soll ich damit jetzt? Hast du genommen? Was soll ich damit jetzt? A drücken. Er geht nicht. Und außerdem bin ich doch schon wieder heile. Ach so, okay. Ich gebe dir das jetzt wieder. Hier. Da, der Beutel. Ja. Ja, nicht, dass das weg ist dann. Bau mal hier die Liegen ab, ne? Die brauchen sie eh nicht mehr. Okay, was habe ich hier? Bordbits. Hier, dieses blöde Papier brauche ich nicht, ey. Papier habe ich auch nicht. Oh, ich bin gleich massiv überladen, weil mein Testosteron nachlässt. Ja, und ich habe ein kaputtes Bein und eine kaputte Hand. Geil. Toilette? Trübes Wasser. Ja, ich habe schon wieder Hunger. Ich werde bestimmt sterben. Wollen wir vielleicht erstmal auf den Weg nach Hause gucken jetzt? Ja, wäre vielleicht besser. Ich bin voll Schrott. Ich auch. Ja, du, ich kann nicht so schnell. Ich habe hier alles kaputt. Ja, alles gut, alles gut. Ich warte immer wieder. Alter, eine Stunde und 3 Minuten noch kaputtes Bein. Wo müssen wir denn raus überhaupt? Hier geradeaus. Geh mal vor.
fast nicht mehr laufen hier. Ist ja wie im wahren Leben hier. Oh. Ah, du kannst ja gar nicht über deinen Turm runter, ne? Nö. Warte. Kannst du da eine Leiter ranbauen? Jetzt? Ja. Jetzt bin ich voll überladen. Kann ich dir die auch wiedergeben? Ja, die kannst du mir wiedergeben. Ach, du bist schon unten. Da, bitteschön, dankeschön. Dann zerlege ich die mal wieder in ihre Einzelteile, damit die mir ein bisschen Platz sparen, nicht? Oh, jetzt lass uns bloß erstmal nach Hause. Wo müssen wir lang? Da. Ja, vielleicht, wenn wir am Grill wieder vorbeikommen, dann können wir ja den Kochtopf und das wieder rausnehmen. Ey, so langsam. Wo bist du? Hier, ich gehe Richtung Heimweg. Achso, ich hab dich nicht gesehen. Was hinterm Baum? Alter. Ja, hier müssen wir echt mal hin, wenn wir ein Fahrrad oder ein Auto haben, ne? Ja, Auto wäre cool. Ja. Alter, ich kann gar nicht. So, ich habe hier uns nochmal ein bisschen Nuggets geholt. Oh, jetzt kommt doch noch so ein Vogel. Natürlich! Warum noch nicht? Wollt ihr mich hier rollen? Ah! Warum hat die denn rote Augen? Weiße, gelbe, blaue, Mann, hier. Orangene Augen. Wow, Hilfe! Ja, Hilfe. Ich bin da. Hab den Vogel. Irgendwas. Oh, war das der scheiß Vogel? Ja. So, wir prügeln uns den Weg nach Hause. Hier müssen wir mal her, wenn wir Auto haben. Dann dauert ja auch der Weg nicht so lange. Ich will nicht mehr prügeln. Noch ein Vogel. Ja, jetzt geht's aber los, hinter dir, ey. Hinter dir. Hau ab. Ah, du Ratte, du hast gewartet. Gut gemacht. Ich kann. Ist da Fleisch für? Aus der Richtung. Ja, nur Gammelfleisch brauche ich nicht. Jammelfleisch, das braucht China. Die ziehe ich mir gleich rein. Ich kann jetzt nur rohes Fleisch essen, das ist natürlich kacke. Macht auch nur zwei Nahrung. Oh, Alter, das ist schon wieder so ein blöder Geier. Ja, die kommen vom Krankenhaus, die sind ja irgendwo auf dem Dach. Halten Sie. Oh. Hab ich. Deshalb. Hier, kriegst von mir auch noch mal einen, ey. Mann, jetzt hat er wieder einen Knochen mitgenommen, ey. Das ist echt weit, der Weg jetzt. Ja, soll ich uns einmal kurz Fleisch braten? Verkohltes Wildbret? Ja, ich hab noch drei Fleisch. Willst du eins haben? Nö, naja, alles gut. Wann habe ich morgen den Termin? Warte mal. Was gucken? Wie lange dauert denn das? Ah, ich bin infiziert auch. Wenn wir Honig unterwegs finden sollten. Ah! Oh! Die Sau hat es gleich ausgenutzt. Alter, du Mistkrate. Aber Alter, irgendwie die Vögel immer auf dich, ne? Natürlich, jetzt habe ich noch ein kaputtes Knie.
Ja, sicher, Loh. Ey, ich komme nach Hause und bin einfach nur noch ein Krüppel. Absolut zerstört. Ein Ausflug, ey, ich habe da ein richtig geiles Gebäude gesehen. Weißt du, die Ausbeute, absolut enttäuschend. Ja. Hey, kommst du? Der ganze Weg war einfach nur Stress, ich mach mir gerade Essen. Hey. Ich gehe schon mal, nee. Ich will nicht alleine gehen. Den einen kommt es ja auch nicht mehr drauf an hier. So. So, Katastrophe, ey. Kaputte Hand, kaputt. Irgendwas, noch ein Knochen gebrochen, kaputtes Knie. Ich gucke halt nur, ob ich irgendwie loot-technisch noch Essen sehe unterwegs. Das wäre halt schon geil. Oder wieder Honig. Honig wäre halt auch erotisch. Erotisch. Ja, wundert mich, dass ich noch nicht infiziert bin hier, ey. Da kommt deine Freundin. Immer mit hier. Hast du das mit der? Können wir doch. Vorsicht, Schatz. Kriegst du einen auf den Latz, du? Nicht so aufdringlich. Ich hab einen Freund. Weiber. Aber weiter, ja. Einfach über die Pampa. Ja, gehen wir querfeld ein. Ich kann vielleicht auch von den gelben Blumen auch Honig, ne? Nee, das glaube ich nicht. Ich habe hier noch mal Juckersamen. Jetzt bin ich schon fast max überladen. Und? Hast du ein Heilmittel für mich? Nee. Leider nicht. Naja. Alter, läuft viel langsam. Das ist ja nichts für mich, ey. Was, die Frau, die immer vorsprintet, die hat keine Geduld? Ey. Nicht mal ein kleines bisschen Geduld? Nein. Hinter mir? Ich bin hier auf dem Hügel. Ich prügel noch ein bisschen Holz ab. Ah, wir müssen rechts lang wegen dem Fluss, wegen Straße. Und damit wir an dem Feuerplatz auch wieder vorbeikommen. Der ist ja auch rechts. Du musst ein bisschen auf mich warten. Jo, alles gut. Ich habe sowieso keine Ausdauer. Ja. Ja. Jasmin. Ist das nicht ein herrlicher Ausflug? Kann ich hier auch im Steinhalle her? Hast du nicht heute Morgen erst noch gesagt, wie gerne würdest du mal wieder wandern? In echt, ja. Nicht mit Zombies und einer Hacke in der Hand. Aber hast du nicht gesagt, wie schön wäre das nicht, in einer Apokalypse zu leben? Nee. Wo die pure Anarchie herrscht. Da hinten ist ein Bauernhof. Meinst du, wir kriegen da Mais und Kartoffeln? Scheiße, ich kann nicht mehr laufen. Ich habe Hunger und verhungere hier wahrscheinlich. Ja, du hast... Oder... Möglicherweise hast du recht. Nee, ich hab recht und ich kann nicht mehr viel laufen. Ich bin hier eine Stunde sowieso handicapped. Ja, wir, ja gut. Wenn wir beide ein Fahrrad haben, ne? Dann machen wir nochmal eine Radtour. Ja. Ich muss ja nur noch ein Lenkrad finden für dich. Alter. Richtiger Rabauke. Ja, das hast du von mir jetzt, ne? Ja. Ja. Ist das... Achso, nee, von Carmen und so, das kann man ja gar nicht sehen, ne? Nee, nee, ist ja ein anderer Server. Ey. Den Palast also kann man sich hier nicht angucken. Ja, weil da hinten auch was Rotes steht, deswegen. Meinst du, ich überlebe einen Sprung ins Wasser? Ich würde es nicht riskieren jetzt. Ich will nämlich nicht alleine zu Hause hier zurücklaufen, ey. Ja, vor allem wäre dann alles umsonst gewesen, der ganze Stuff wäre weg. So, solange wir warten, können wir hier einmal den Wegweiser abbauen, ne? Ansel Adams River. Ich kriege hier kein... Eisen, gar nichts? Oh, come on. 10 Eisen, das hat sich, das war die Mühe doch wert. Alter. Gut, dass es morgens ist, ey. Ja, 8:30 in der Früh. Oh, wir haben gleich Frühstückspause. Am Abend vielleicht zu Hause.
Ja, der Weg könnte jetzt etwas. Ich baue mal das Auto ab. Nächstes Mal nehme ich mir mal so eine Adrenalinspritze oder so mit. Was bewirkt die? Keine Ahnung. Keine Schmerzen Adrenalin? wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Kannst du wahrscheinlich trotzdem schnell laufen. Muss man mal lesen, was da steht denn. Den Scheinwerfer, den brauche ich nicht. Da werde ich noch so viele von haben später. Gehe ich von aus. Nachher kotze ich ab, weil ich keinen einzigen Scheinwerfer finde. Brauche den wegen irgendwas. So, können wir die Feder noch zerlegen? Ich kann nicht laufen, ey. Hätte ich mir mal diese Schiene da mitgenommen. Peilspitzen aus Eisen. Was ist das hier überhaupt? Ein Jagdgewehr. Oh. Mei, oh mei. Vorsicht rechts. Du oder was? Ja. Das sagt man, wenn man beim Joggen überholt, dann sagt man immer, wenn man vorbeiläuft, Vorsicht rechts oder Hattest du Vorsicht vorhin nicht links. eigentlich eine Stange in der Hand? Was hast denn du da jetzt in der Hand? Eine Rohrzange. Du hast diesen Knüppel da noch. Ey, ich dachte, du hattest diesen Knüppel. Den hier? Oder den Holzknüppel? Ahnung. Oder den hier? Einen Knüppel hattest du vorhin. Ach, Jasmin, das gehört hier nicht her. Oh, links ist noch irgendwas zu looten. Ich gehe schon Ja, mal geh weiter. du mal weiter. Ich hol dich eh ein. Eben. Eben. Im Garten eben. Müll. Verrotteter Müll. Oh, ich hab's eingesteckt, ohne zu gucken. Lehm und Sand. Lehm kann raus. Ich hab Lehm. Oh, Lehm nehme ich mal für dich mit. Oh, toll, ich hab das die ganze Zeit weggeschmissen, weil ich dachte. Ich habe immer Lehm und so mit. Und Kies, also diesen Brechsand und sowas alles. Sand. Hier, bitteschön. Achso, ich hab noch was für dich. Ja. Du hast doch so gerne eine Steinaxt und das ist eine Stufe 3 Steinaxt. Ja, cool. Jetzt bin Bitteschön. ich schon wieder überbeladen hier, ey. Überbelastet. Aber das Gammelfleisch schmeiße ich weg. Ja, das brauchen wir. So Sachen, die wir sowieso immer kriegen, wie Federn oder, ne? Die wir immer finden, die können wir entbehren. Ja, Gammelfleisch kriegt man ja auch voll oft, ne? Ja. Wo bist du jetzt? Ich bin auf der Hoffnung, nach Honig zu finden. Honig! Die Grammatik Ja? war weird, aber das war's wert, nicht sprechen Ich zu habe noch nicht können. einmal Honig gekriegt. Kann man das irgendwie da Ich wa einstellen? ich weiß tatsächlich nicht, ob ich irgendwas, irgendwo einen Punkt investiert habe, wo ich Honig farmen kann. Vielleicht Leben vom Land? Ja, das kann sein. Ich habe bis jetzt nur einen Punkt gekriegt. Nee, zwei. Leben vom Land? Wie weit habe ich denn das überhaupt gepunktet? Mache ich gleich erstmal in Ruhe, wenn wir zu Hause sind, ey. 3 von 3. Da bin ich voll gebildet. Hier nicht noch irgendwas zum Heilen? Nee. Das habe ich absolut voll studiert. Alle 6 Semester. Ach so, warte mal. Ja, ich warte. Ich meine mich. Okay, wartest du? Ich habe jetzt mal ein paar Pillen genommen. Ein paar Minuten weniger. Wow. Ah, hier, die Vitaminpillen. Okay. Ich habe da in dem einen Medizinschrank Tablettenset gefunden. Ah, okay. Mein Bein ist gleich wieder, also 23 Minuten nur noch statt Stunde. Das Aber ist doch dafür mal meine was. Hand. Für meine Hand 58 und der Knochen noch 50 Minuten, aber ich latsche ja hier auch die ganze Zeit. Ja. So, ich hoffe, wir kommen bald beim Lagerfeuer an, dann können wir uns noch mal schön Wasser abkochen. Jasmin, herrlich. Ja. Gibt doch kein schöneres Picknick als ein Picknick mit Wasser. Mit abgekochtem Wasser. Wir sind bei 39 Minuten, just saying. Okay, dann müssen wir noch mal eine Runde. Oh Gott.
die Nachhausewegrunde. So, der schleppende Heimweg geht weiter. Ob wir noch was erleben, ob wir noch was looten, ob wir vielleicht zu Hause ankommen und schon mit irgendwelchen Maßnahmen weitermachen, das seht ihr morgen. Schaltet wieder ein, wir würden uns freuen. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.